Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Witcher 3. Wir sind auf dem Weg zu 2 Fragezeichen. Werden aber uns wohl durchkämpfen müssen, wie es aussieht. Während plötzlich sich wieder weiter schön im Kreis dreht. Ist nicht wirklich eine Schwierigkeit. Was sehen wir denn noch? Ah, wir sind gleich da. Okay. Ist nicht wirklich so schwere Gegner. Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Monsterlager. Da hinten lauert auf jeden Fall was. Was bist denn du? Irgendein... Wie... Fällt der Name gerade nicht ein. Oh! Du siehst neu aus. Ein Golem, genau. Oh. Macht jetzt nicht so viel Schaden wie so. Stimmt, hat das letzte Mal nicht auch ewig gebraucht, hier zu besiegen. Zeichen, was? Illusion? Gibt es irgendein Zeichen, was effektiv gegen den Golem ist? Gegen den Hund von der wilden Jagd, bevor er sehr effektiv ist, ist ja logisch. Eis zieht gegen Feuer meistens den kürzeren. Aber gegen Stein. Was soll denn da effektiv sein? Au. Ich glaube, ihr Feuer wird denen halt echt herzlich wenig. Au. Aua. Das hat weh getan. Autsch. Jo. Es läuft ganz gut, der Kampf. Aua, sagte sie und wird direkt aufs Maul gehauen. Kriegt gleich aufs Maul. Oh, ich dachte, der steht gerade so. Weg da. Aua. Mein Schwert. Hab mich getroffen. Aua. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Boah. Was war denn das? Für einen Angriff.
Er nimmt halt so gefühlt gar keinen Schaden. Au. Ich aber. Ich weiß es nicht so, wenn man jetzt effektiv gegen den kämpfen soll. Ich glaube. Okay, entweder das war einfach gerade nur sehr schlecht abgeblockt. Oder meine Theorie wurde gerade bestätigt, dass Blocken jetzt nicht so viel bringt gegen. Ich weiß es nicht. Aua! Weh, was du da machst. Ah, warte, ich könnte vielleicht. Okay, das war. Schlechte Idee, schlechte Idee. Schlechte Idee, sehr schlechte Idee. Sehr, sehr schlechte Idee. Ja, sehr schlechte Idee. Sehr, sehr schlechte Idee. Aua. Oh. Ich hasse diesen Angriff. Au! Nein! Du tötest mich damit doch. Das wollen wir doch nicht. Au! Hat es dem jetzt viel Schaden gemacht oder hat es jetzt gar nichts gebracht? Wie ich diesen Angriff hasse. Stirb doch einfach. Ich bin jetzt aber auch schon zu verbissen, aufzugeben. Au. Ah, ich hasse diesen Angriff. Weg. Wenn auch nicht so auf mich zu. Oh. Ah, ich hasse diesen Angriff. Ich hasse ihn. Weg da. Ja, auch gut, das war meine Schuld. I'm sorry. I'm sorry. Ey, stirb doch einfach.
stehen. Kann ich kurz in mein Inventar gucken, was ich sonst noch so habe. Ja, für Vampire und Nekrophagen. Vergiftung auf. Erhöht die Angriffskraft. Beschleunigt die Regeneration. Beschleunigt die Ausschüttung von Adrenalin. Werde Immunität gegen Gifte. Öle habe ich wahrscheinlich jetzt nicht. Sekrophagen, Verfluchte. Geister, Bestien, Manoide und Bestien, Insektoiden, was habe ich hier ausgerüstet? Szene in totaler Finsternis, beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Ich pack mal, welcher war es? Hier, der da, glaube ich, genau. Den hier hin. Hier, Handwerk. Könnte ich theoretisch irgendwas herstellen? Oh, ey, das braucht ja ewig. Sieht nicht so aus. Na, Chemie vielleicht? Diese Aktion ist während des Kampfes nicht erlaubt, sehe ich gerade. Geil. Gut, dann hat sich es damit erledigt. Stand es hier auch schon so? Nee. Ist ja gemein. Man darf hier nichts herstellen während dem Kampf. Das finde ich jetzt aber gemein. Das ist ja jetzt gemein. Gut, wäre vielleicht sonst ein bisschen unfair. Aber der Golem ist auch unfair. Der steckt zu viel Schaden ein. Boah. Puh. Ich habe nur ganz wenig Schaden bekommen. Oh ne, mein Schwert geht kaputt. Ich muss kurz mein Schwert reparieren. Was passiert eigentlich, wenn das Schwert also kaputt geht? Also wenn es auf 0% runtergeht. Nein, 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 nicht den Angriff. Nicht den Angriff. Den lassen wir fallen, okay? Das macht halt so 0 Schaden, ne? Gefühl. Macht einen Schaden, aber es ist halt wie nichts. Aua! Mach doch. Aua, habe ich dir doch eben schon gesagt. Ich habe dir gesagt, diesen Angriff lassen wir. Ich habe dir gesagt, diesen Angriff lassen wir. Diesen Angriff mag ich nicht. Generell dann die ganzen Angriffe mag ich nicht. Könntest ruhig jeden Angriff lassen. Oh. Nein. Oha. Puh. Okay. Verliert halt gefühlt kein Leben. Es dauert ewig, bis er tot ist. Ich glaube, ich werde diesen Kampf einfach, diesen Part einfach nur damit verbringen, die ganze Zeit gegen diesen Behinderten. Ich habe dir doch gesagt, diesen Angriff lassen wir. Meine Fresse. Hör doch auf mich. Ja, ist nicht gut. Er hat nicht mal ein Viertelleben verloren, glaube ich.
ich habe gesagt, diesen Angriff lassen wir. Der tut doch weh. Der tut ganz arg dolle weh. Achso, ich habe vergessen, Dings zu trinken. Machen wir deutlich mehr Schaden. Das ist gut. Oh. Das ist eher weniger. Ich darf jetzt nicht überheblich werden oder so. Weil ich jetzt mehr Schaden mache. Passiert mich so oft bei mir, dass ich dann einfach denke so, oh ja, yeah, geil, ich bin jetzt... Oh, sterb, ich lauf doch gerade. Oh Gott, oh Gott. Und einfach denke so, yeah, jetzt... Oder Rücksicht auf Verluste. Au. Greifen wir an. Ach, Donner hört schon wieder auf zu wirken. Na ja. Okay. Okay, da greift er. Ich weiß nicht, warum der schreit. Vielleicht wird der wütend. Ich bin auch wütend. Weil du einfach hartnäckig bist und sehr wenig Schaden kriegst. Verdammt. Nicht diese Attacke. Ich hab's dir doch schon gerade die ganze Zeit gesagt. Auf mich zu rennen. Sieht denn das aus, wenn so... Ah, nein! Nicht dieser Angriff. Okay. Endlich mal. Das habe ich ausgesehen Waldkauz getrunken. Wollte ich nicht. Aber egal. Nein, nicht diese Attacke. Das habe ich schon wieder ausgesehen irgendwas getrunken. Waldkauz schon wieder. Aua! Nein! Mann! Nur weil
sich Geralt nicht bewegt hat. Ey, manchmal rennt der nicht, manchmal weicht er nicht aus. Jetzt ist er einfach stehen geblieben. Ach man, das lief doch so gut. Oh. Ich will den aber besiegen. Kann ich vielleicht... Ich benutze eh meistens nur schnelle Angriffe. Ach nee, warte, das ist ja... Nee, doch, ich kann es doch leveln. Bin ich jetzt doof? Okay, ja, ich bin dumm. So, wir haben jetzt unseren Schaden für Schnellangriff erhöht. Das könnten wir eigentlich theoretisch auch erhöhen, oder nicht? Ist doch irgendwas... Kann ich das nicht? Ah, jetzt. Okay, mache ich hier so blub. Jetzt. Ah, hier. Oder? Meine Vitalität ist jetzt erhöht. Naja, gehen wir mal zu. Wo war Alchemie nochmal? Ich glaube in die Richtung. Ja, hier. So. Kann ich. Oder kann ich nicht herstellen? Stell Vitalität sofort wieder her. Die Zeichenintensität. Immer wenn ein Gegner ist, verlangt sich vorübergehend die Zeit. Oh, das hört sich irgendwie cool an, aber bringt mir hier nichts. Vormund erhöht die maximale Vitalität. Das hier bringt mir auch nichts. Ich könnte vielleicht noch irgendwelche Bomben herstellen. Das ist eine Gaswolke frei, die beiden Zünder explodiert. Feuer war jetzt nicht so effektiv gegen den. Der Silberspiel an Transformation hindern. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das so hilfreich ist. Bewirkt eine feurige Besiedlung in Nähe im Prinzessin Hand zerstört Monsternester. Das brauchen wir nicht. Entlässt die beim Detonieren eine Giftwolke. Nee. Blinde Gegner im Explosionsreifen langsam wirkt, zerstört Monsternester. Nee. Nehmen wir jetzt auch nichts und unten. Auch kriegen wir hier irgendein absurd was? Ist gewirkt, Zeichnerhöhle. Jedes gewirkte Zeichen erhöht die restliche Kampfdauer, die Regeneration der Ausdauer. Das kann ich nicht herstellen. Ich muss gucken, was ich herstellen kann. Hier erscheint es absurd. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Angriff schützt. 1800 Sekunden. Wie lange ist denn das in Minuten? Taschenrechner 1800 geteilt durch 60. Eine halbe Stunde ist das. Eine halbe Stunde ist das. Gorgox. Alle Alchemisten können
dass sie mal verwendet werden. Okay. Heißt es, ich habe jetzt statt 3 Donner zum Beispiel 6 Donner? Oder wie darf ich das verstehen? Erhöht die Zeichen bei defekten Himmel. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Den stellen wir her mal. Jetzt haben wir keinen Werwolf-Mutter gehen mehr. Naja, ich werde jetzt danach aber mal nicht speichern. Wer weiß, wie hilfreich das am Ende sein wird. So. Die 2 Bomben tauschen wir aus. Hier hält eine halbe Stunde. Das brauche ich. Also ich brauche nicht zwingend und Donner. So. Dann habe ich jetzt 2 Bomben. So, die ich auf die werfen kann. Gegner nehme ich so eine Schrapnell. Schaden zu. Ja, ich denke schon, das ist eine, schon was Bringwort, aber ich weiß nicht. Dann habe ich das hier. Das heißt, es erhöht meinen Schaden. Oh, gibt aber Vergiftung 70 von 100. Das bedeutet, ich sollte Donner und das hier nicht. Das heißt, ich verwende erst Donner. Verbrauche das erst. Und erst dann nehme ich das Absurd hier. Ja. Ich denke, das ist ganz logisch. Aber das Ding ist, der Part geht nicht mehr lange. Und ich will jetzt ungern mitten im Kampf sein. Das bedeutet, da ja der Kampf jetzt... der Kampf war jetzt eh wieder von vorne beginnt und wir nichts verlieren, wenn wir weglaufen. Zuerst mal kurz woanders hingehen. Dann macht das ja nichts. Gut, ich werde wahrscheinlich zwischendurch jetzt doch dann noch irgendwo speichern. aber egal. So, dann gucken wir uns kurz das andere Fragezeichen an, was es da gibt. Markierung Höhle. Oder wir versuchen den Golem ein anderes Mal. Aber ich würde den jetzt schon gerne besiegen. Was bist denn du? Das ist jetzt auch wieder so ein ewig langer Kampf. Aua! Wow. Okay, sind ein bisschen stark, würde ich jetzt mal behaupten. So. Aber nicht vom Angriff her oder sind sonderlich schwierig zum Bekämpfen. Einfach die halten extrem viel aus. Aua. Das ist ein bisschen, nun ja, nervig. Du kannst sie halt jetzt nicht kurz wegmachen, was eigentlich halt Plan war. Aber die scheint schneller besiegbar als der Golem. Da geht das Leben auf jeden Fall schneller runter. So.
der Part doch ein bisschen länger. Ich muss es essen. Ich will wenigstens noch die Krabbenspinne hier. Die Krabbenspinne ziehen. Aua! Werde ich es überhaupt schaffen? Werde ich überhaupt irgendwas besiegen heute? Aua! Aua. Meine Güte, die ist nervig. Aua. Oh, was denn? Steck fest, das war unfair. Lauf doch, Geralt. Meine Güte. Guck nicht so dumm immer nach hinten. Manchmal läuft der halt nicht. Sondern guckt halt so nach dem Gegner und ist so. Oh, was machst du denn Feines? Anstatt wegzulaufen. Ja, generell nicht verkehrt, sein Gegner aus den Augen zu lassen, aber manchmal ist es halt klüger wegzurennen, kurz, wenigstens für den Moment. Oh, oder gegen Bäume zu laufen. Okay, das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm von mir, das war dumm von mir, das war dumm von mir. Akzeptiere ich, akzeptiere ich, akzeptiere ich. Lauf! Lauf, hab ich gesagt. Na komm. Oh. Wir sind wieder vergiftet. Das ist ein bisschen nervig, dass sie mich vergiften kann. Ah, stirb einfach, bitte. Du bist ein bisschen nervig. Oh, ich bin vergiftet. Da. Ist ein bisschen nervig. Also finde ich jetzt. Au. Ich bin aber jetzt viel zu ehrgeizig, um aufzugeben. Ah.
Halt! Was tust du? Bring mich um. Ich bin tot. Ich bin tot. Manchmal nervt mich das, weil Geralt einfach sein Arsch sich bewegt hat. Oft. Naja. Gut. Dann lassen wir es halt. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißgekämpf. Der Golem nervt mich, weil er ewig braucht zu besiegen. Diese Krabbspinne ist nervig. Ja, sie ist einfach nur hart nervig, genauso wie der Golem. Ich krieg die aber nicht schnell genug besiegt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Sinn es macht, hier jetzt weiterzumachen. Ich habe jetzt auf jeden Fall keine Lust mehr. Und werde die nicht bekämpfen und suche mir irgendwann ein anderes Örtchen und komme irgendwann später wieder zurück. Naja, das war's jetzt für diesen Part. Ich hätte ihn einfach beenden sollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hoffe ich zum nächsten Mal. Ich würde nur noch kurz diesen Schatz aktivieren gehen. Damit ich den noch hab. So, damit ich das weiß. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen. Ich wollte es nur offenlegen. So, jetzt aber. Bye, bye.